zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. So, Herr Neumann. Ja, moin. Was kostet die Pacht von 127? Feld. Was die Pacht kostet? Ja. Moment. Sechsundzwanzigtausendsechshundert. Und von der 107? Ja, aber Rune? Ja, Moment, bin gerade am Telefon. Alles gut? Wegen was? Ich dachte gerade, ich hab's ja angefahren. Nö, alles gut. Oh, ich hatte gerade schon Angst. 21.600. Ja, gut, dann einmal Pacht für beide Felder, bitte. Beide Felder? Naja. Zusammen 48.200 an mich überweisen. Yep. 48,2. Ja. An dich. An mich. Ist raus. Jo. Danke. Passt. Ciao. Ciao. So, folgender Plan. Ich habe gerade noch zwei Pachtfelder an Land gezogen. Okay. Was los? Das klingt ja kaum motiviert. Nee. Mag ich schon. Also. Könntest du gerade mit dem Fendt, oder wollte dein Chef mit dem Fendt los? Wird der gleich, warte. Also warte mal, der soll. Stefan! Jo? Wolltest du mit dem Fendt los oder mit dem Johnny? Ich wollte schon mit dem Johnny. Okay. Da kann der Herr Oberhausen, der kommt ja auch gleich mit. Wieso? Und Varuna, können wir ja auch so machen, dass ich einen Schubmaker und den Anhänger vor allem mitnehme, nach oben. Ey, wir müssen das Tiere nach oben dran füttern, Stefan. Ja, du müsstest mit dem Fendt fahren, weil du gleich ja Dings von gleich Gras mähen sollst. Ja, mach das, dann nimm beide mit. Jo,
Du nimmst einmal bitte den Anhänger da hinten und machst ihn bitte mit Aber warte mal. Ja? Ich hab grad, wir müssen noch einen Plan machen für nächste Woche. Ja. Ich hab nämlich gerade noch zwei Felder gepachtet. Okay. Einmal ist Elefantengras drauf. Was Elefantenmais? Elefantengras. Das ist so ein hohes, langes Ding, das kannst du gut... Oh, der Krüger ist da. Hm? Herr Krüger. Alter, der... Eieieiei. Fettes Ding. Aber noch größer geht nicht mehr, Charlie. Guten Tag. Ja, aber noch größer geht wirklich nicht mehr, oder? Warum? Warum? Ja. Ey, was? Das ist ein Tausender. Ja. Ja. Du hast einen 50er. Mhm. Also Dünger wäre hinten, Kalk wäre hinten im Lager, Herr Krüger. In deiner Hochsee das hier, oder? Ja. Wenn Sie hinterfahren, hinter das normale Silo auf der rechten Seite. Okay. Hey, Stefan, den können wir niemals leisten. Oder? Ich würde das ja schön so angelegt, meine. So, also, Stefan. Jo. Der Plan wäre... Ah, Herr Krüger, wenn Sie da sind. Ja. Haben Sie auch... Also ich bin am Überlegen, ob ich mir so ein Feldhäcksler kaufe. So ein Feldhäcksler? Mhm. Wie oft würden Sie den gebrauchen? Ne, das wäre halt die Frage. Oder haben Sie so einen? Ich hätte so einen. Weil ich bräuchte demnächst einen. Ja, wie oft würden Sie den gebrauchen? Na, ich bin ehrlich, ich wollte eigentlich bloß, dass ich einen auf Probe, auf Leihbasis so mal zum Testen kriege und wollte damit mein Feld ernten. Ja, das wäre auch möglich. Also ohne Bezahlung. Also ohne Bezahlung auch noch. Das war mein Plan. Aber also ich bräuchte nächste Woche wahrscheinlich einen Häcksler. Ja. Stefan, ihr könnt mal losmachen. Ja, du wolltest nur irgendwas planen. Ja, wenn ihr nächste Woche wieder runterfahrt. Willst du, Stefan, wollt ihr nicht den Fendt-Anhänger mitnehmen? Weil ihr müsst ja oben dann das Gras. Ach nee, ihr habt noch einen Ladewagen, gell? Ja. Okay. Nee, was dann fahrt so, wie wir es geplant hatten. Jo. Gut, bis dann mal. Jo. Ciao. Was würde Ihnen denn da so vorschweben? Bezüglich was? Feldhäcksler. Irgendeiner. Ich müsste ein bisschen Elefantengras von dem Feld nehmen. Weiß ja nicht, welcher das kann. Aber ich nehme an, dass man das mit dem Häcksler macht, oder? Ja, normalerweise ja. Ja, müsste man dann mal gucken. Ich müsste jetzt auch nochmal ein Feld düngen. Vielleicht können wir uns in den nächsten Tagen nochmal zusammen telefonieren oder so. Können wir auf jeden Fall machen, ja. Gut. Können wir auf jeden Fall was hin. Gut, und dann würde ich halt den Shootmaker auch noch ein bisschen länger benötigen. Ja, kein Problem. Der wird ja nach Stunden abgerechnet. Ja. Können wir auf jeden Fall hin. Okay, hoffentlich wird es nicht zu teuer. Okay, gut. Dann fahr mal hinten und lad also hinten rechts. Ja, danke. Bitte. Die 109. Ja. So, dann werde ich nämlich hier nochmal das Pachtfeld dünn. Wenn jetzt Handbremse angezogen ist. Jetzt ist aber ein Betrieb hier auf dem Hof. Eieiei, auch noch hier. So, jetzt haben wir das zumindest mal sortiert. Aber ich glaube, im Düngestreuer ist fast nichts mehr drin.
ob das Elefantengras normal mit Dünger verdrängt. GPS-Daten sagen wir, dann machen wir das am besten gleich. Oh, hab ich überhaupt noch Dünger? Hm, 2000 Liter, viel ist nicht. Also ich werde erstmal das Elefantengras ach, der fährt ja nur 40, ja? Ja, wo fahren die denn hin? Jetzt gibt er auch Gas oder was? Alles lernt man in der Fahrschule, dass man dann kein Gas gibt. Hä, wo fahren die denn hin? Klingelingeling. Erstmal Müller hier. Ja, wo fahrt denn ihr hin? Wir fahren andersrum. Wir wollen Blitzer aus dem Weg gehen. Warum denn das? Wenn ihr an dem hier beim Viehhändler vorbei wärt, kennt keiner mehr. Na doch, einer mehr. Ja, deswegen, ich kenn meine Wege. Ja, das ist ein Umweg, ey. Da ballerst du mehr Sprit, wie der Blitzer Geld zahlt. Das ist mir lieber. Okay. Gut, na dann. Na dann. Ciao. Ciao. Meint. So, dann machen wir hier mal auf das Elefantengras ein bisschen Dünge. Hoffentlich reicht es zeitlich noch. Muss hier natürlich wieder mit Drohne fliegen. Weil aufgrund des Bewuchses ist es ein bisschen schwer zu sehen, wo der Dünger landet. So, wir haben jetzt knapp 50.000 hier investiert. Aber es müsste sich am Ende lohnen. Ich werde auf das andere Feld mal gucken, ich brauche ja den Häcksler hier nur einmal. Ja, aufs andere Feld können wir direkt wieder aussäen. Am besten keine Ahnung. Raps. Oder so irgendwas, was ein bisschen Kohle bringt. Oder was brauche ich denn? Was brauche ich denn für die Hühnchen?
Soja, Gerste, Mais. Soja habe ich, glaube ich, noch ein bisschen. Soja habe ich noch ein bisschen. Aber sollte ich auch noch mal eine Ladung auffrischen? Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Da würde ich fast behaupten, ich mache da... irgendwas... keine Ahnung. Irgendwas, was gut Geld bringt drauf. Rotten wäre eine Idee.